Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid und dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.joelmedia.de. Heute mit einem kurzen Gleichnis, aber das weltberühmt ist und uns eine ganze Menge zu sagen hat. Wir sind immer noch in der Rede von Jesus zu seinen Jüngern über die Frage, wer ist der Größte? Und in diesem Zusammenhang hat Jesus ein wirklich bekanntes Gleichnis gesagt, von dem wir einiges lernen können. Und bevor wir das jetzt im Einzelnen tun, wollen wir gemeinsam niederknien für ein Anfangsgebet. Und dazu lade ich euch ein. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass du uns die Wahrheit auf so viele verschiedene, schöne und einprägsame Arten und Weisen in der Bibel präsentierst und auch in der Natur. Dass du so kreativ bist, und um uns immer wieder die wichtigen Dinge deutlich zu machen. Und Herr, wir möchten dich bitten, wenn wir jetzt das Gleichnis vom verlorenen Schaf uns anschauen, dass du zu unseren Herzen sprichst und dass wir es so verstehen, als würde Jesus hier buchstäblich als Person bei uns sein, so wie er damals den Jüngern es erklärt hat. Wir möchten verstehen, was in deinem Herzen ist, lieber Vater, damit das, was in deinem Herzen ist, diese Liebe auch in unser Herz hineinkommt. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf Matthäus Kapitel 18. Vielleicht erinnern wir uns ganz kurz daran, was wir das letzte Mal gesehen haben. Wir erinnern uns ja, der große Rahmen ist, Jesus redet mit seinen Jüngern über diese Frage, die sie auf dem Weg nach Kapernaum diskutiert haben. Wer ist der Größte? Ja, wer wird jetzt, wenn sie nach Jerusalem gehen, dort vielleicht den Ministerposten fürs Außenministerium und fürs Innenministerium bekommen? Und Jesus hat ihnen sehr deutlich machen müssen, dass es ein völlig falsches Denken ist. Ihr erinnert euch daran, wie wir gesehen haben, dass Jesus ein kleines Kind in die Mitte ruft und sagt, nicht wahr? Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Er sagt, dieses Prinzip, nach dem ihr gerade lebt, wer ist der Größte, wird nicht dazu führen, dass ihr eine hohe Position im Reich Gottes habt, sondern gar nicht hineinkommt. Und ihr könnt euch erinnern, wessen Prinzip war das eigentlich, dieses wer ist der Größte, höher, höher, höher. Und wir haben gesehen, Ellen White sagt, dass Jesus vor seinen Augen sich erinnert hat an die Szenen im Himmel damals, als Luzifer sich so erhöhte. Und dann hat er sehr deutliche Worte gesprochen. Ja? Ihr erinnert euch daran, wie er davon gesprochen hat, dass es besser ist, dass man sich eine Hand abhackt oder ein Auge aussticht, um das Leben zu retten, als Symbol dafür, dass es wichtig ist, das, was uns zur Sünde verführt, aus dem Leben wirklich herausreißen zu lassen und dafür zu kämpfen, dass man nicht diesen Dingen erliegt. Und das letzte Mal, und da haben wir gesehen, dass Jesus sich auch wünscht, das haben wir auch drüber gesprochen, dass wir gesalzen sind, ja, gesalzen mit dem Feuer seiner Liebe als Symbol dafür, dass wir nicht nur ab und zu ihn lieb haben, sondern in seiner Liebe bleiben, ja, dass wir und auch in der Liebe untereinander bleiben. Nur wenn wir beständig nett zu uns sind und beständig freundlich und geschwisterlich uns behandeln, dann ist es wirklich ein Beweis für die Gegenwart des Heiligen Geistes gegeben. Und letztes Mal haben wir uns die Verse 10 und 11 in der Matthäus 18 angeschaut. Könnt ihr euch noch daran erinnern, was wir in Matthäus 18, Vers 10 und 11 gelernt haben? Was war da so der wichtige Punkt, den wir gemacht haben? Was haben wir in Vers 10 und 11 gelernt? Genau, wir haben ja die Frage der Jünger war ja, wer ist der Höchste im Reich Gottes? Ja, wer ist der Höchste im Reich Gottes? Und dann sagt Gott, schaut mal, wisst ihr, wer, also die Engel, die das Angesicht Gottes sehen, mit anderen Worten, das ist eine Formulierung für, das sind die allerhöchsten Engel, die direkt am Thron Gottes stehen. Das ist die höchste Position, die man als geschaffenes Wesen überhaupt erreichen kann. Was machen die? Die diskutieren nicht darüber, wer kann noch höher steigen, sondern die sind ausgerechnet für die Ärmsten und also für die Schwächsten und Kleinsten da. Das ist genau diese Idee. Wenn wir die höchste Position im Reich Gottes haben wollen,
sollten wir uns um die Schwächsten kümmern. Die, die sich um die Schwächsten kümmern, haben die höchste Position im Reich Gottes. Und dann geht es sogar noch einen Schritt weiter. In Vers 11 sagt er, denn sogar der Sohn des Menschen, ihr erinnert euch daran, der Sohn des Menschen ist ein Begriff, der eigentlich was bezeichnet oder wen bezeichnet. Jesus. Aber im Kontext des Alten Testamentes ist der Sohn des Menschen wer? Wer ist der Sohn des Menschen im Alten Testament? Erinnert euch daran? Das ist ein Titel für wen? Haben wir uns, glaube ich, angeschaut, oder? In einer ganz berühmten Prophezeiung wird ein Sohn des Menschen erwähnt. Wer ist das? Also klar, es ist Jesus, aber hieß er damals noch nicht Jesus. In welchem Kontext wird der Sohn des Menschen erwähnt? In Daniel 7, genau. Und dort ist der Sohn des Menschen, also wofür ist der bekannt dort in Daniel 7? Genau, er wird zu dem gebracht, der uralt ist, im himmlischen Gericht. Und was wird ihm dann gegeben, bei dem der uralt ist? Genau, er wird der Weltherrscher. Der Sohn des Menschen, Daniel 7, ist der, der die ganze Welt regiert. Und zwar für wie lange? Für ewig. Ja? Babylon hat seine Zeit, Medo-Persien hat seine Zeit, Griechenland hat seine Zeit, Rom hat seine Zeit, das Papst hat seine Zeit. Aber dann kommt der Sohn des Menschen, ihm wird das Königtum gegeben. Und zwar für von Ewigkeit zu Ewigkeit. Alle Nationen, Völker, Stämme, Sprachen, alle dienen ihm. Mit anderen Worten, der Sohn des Menschen ist der absolut mächtigste im Reich Gottes überhaupt. Ja? Also das ist ja auch bedeutsam, dass Jesus sagt, ich bin der Sohn des Menschen. Nur der Sohn des Menschen ist ganz anders, als die Jünger gedacht haben und auch die Pharisäer gedacht haben. Die haben gedacht, wenn der Sohn des Menschen kommt, als der Weltherrscher wird er doch bestimmt mit Gewalt die Welt erobern, oder? Das war die Überlegung. Wie hat Persien die Welt erobert? Wie hat Babylon die Welt erobert? Mit Krieg und Gewalt, oder? Wie hat Medo-Persien das gemacht? Krieg und Gewalt. Alexander der Große? Krieg und Gewalt. Die Römer? Krieg und Gewalt. Das Papsttum? Ja, indirekt, nicht wahr, durch andere Armeen, aber auch Krieg und Gewalt. Die Juden haben gedacht, natürlich, der Sohn des Menschen, wenn die ganze Welt regiert, wird er natürlich mit Macht und Gewalt kommen, mit Armeen. Und die Jünger haben gehofft, sie könnten einen hohen Posten haben. Und Jesus sagt, der Sohn des Menschen ist gekommen, um was zu tun. Schaut mal in Vers 11 nochmal. Das ist mir jetzt die Brücke zu unserem Thema heute. Der Sohn des Menschen ist gekommen, um was zu tun? Um das Verlorene zu retten. Wird Jesus mit Macht und Herrlichkeit kommen? Nicht mit menschlichen Armeen. Er wird kommen bei der Wiederkunft als König der Könige, als Herr der Herren, mit allen Milliarden Engeln, ja, mit der Armee des Himmels. Er ist der Herr der Herrscher. Aber er kam auf diese Erde nicht, um zu demonstrieren, wie stark und wie groß und wie mächtig er ist. Er kam auf diese Erde, sein primäres Ziel war nicht, die Bösen zu vernichten, sein primäres Ziel war, die Verlorenen zu retten. Und nur nachdem er alles getan hat, was Gott selbst tun kann, und dann einige immer noch und viele leider ungläubig bleiben, erst dann kommt er als König der Könige und Herr der Herren und holt die Seinen heim. Also Jesus hat es ganz oben auf seiner Agenda, Verlorene zu retten. Ich möchte behaupten, man kann gar nicht Christ sein, wenn man nicht auch gerne Verlorene retten möchte. Wer kein Interesse an Verlorenen hat, der denkt ganz im Gegensatz zu Jesus. Ja? Wenn man mit Jesus lebt, wird man irgendwann anfangen, auch seine Gedanken zu denken, das zu wollen, was er will. Jesus will Verlorene retten. Und das illustriert er jetzt. Also dieser Punkt ist ihm so wichtig. Er geht ja immer wieder von verschiedenen Seiten dieses Problem an, das die Jünger haben, dass er jetzt ein Gleichnis erwähnt. Warum erzählt Jesus Gleichnisse? Haben wir, glaube ich, vor einigen Jahren hier mal studiert. Warum erzählt Jesus Gleichnisse? Was ist so der Sinn und Zweck von Gleichnissen? Warum erzählt jemand ein Gleichnis? Um es verständlich zu machen. Genau deswegen erzählen wir Kindergeschichten. Ja? Die Kindergeschichten sollen eine abstrakte Sache praktisch machen. Einfach, verständlich, aus dem Leben gegriffen. Und so sind auch die Gleichnisse von Jesus. Ja? Sie erklären tiefe Gedanken mit Hilfe von Brot und Samenkörnern und Fischen und Netzen und Dingen, die die Menschen im Leben kannten. Also, wer mag mal lesen? Wir können mal das ganze Gleichnis als komplett lesen. Matthäus 18, Vers 12 bis 14. Wer mag das mal komplett lesen?
Genau. Also ihr seht, das ganze Gleichnis, so wie es formuliert ist, bezieht sich auf die Geschichte davor, oder? Könnt ihr sehen? Das Gleichnis ist sozusagen im Kontext dieser Rede, dass die Kleinen, dass man auf sie achten soll, dass man sie nicht wegtreiben soll, dass man sie nicht zur Sünde verführen soll, dass man sich nicht über sie erheben soll, sie nicht verachten soll. Die Engel beschützen die Kleinen, die größten Engel, Gott selbst hat ein Interesse an den Kleinen. Und das wird jetzt genauer erklärt in diesem Gleichnis. Schauen wir uns das mal genauer an. Wie geht das los, dieses Gleichnis in Vers 12? Ist ja ganz interessant. Wie geht das los? Genau. Was meint ihr? Was meint ihr? Warum fängt Jesus mit diesem Gleichnis an? Was meint ihr? Was soll das ausdrücken? Wenn jemand sagt, was meinst du? Genau, es ist also, wenn ich sage, was meinst du dazu? Dann ist es nicht einfach nur, ich will dir was von oben herab sagen, sondern ich frage, also wie denkst du darüber? Ja? Was denkt die anderen? Was meinst du? Was meint ihr? Was meint ihr? Was meint ihr bedeutet? Wenn Jesus sagt, was meint ihr? Was steckt da noch so drin vielleicht als in dieser Frage? Genau. Dass sie sich Gedanken machen, dass sie überlegen, ja, was meinen wir eigentlich dazu? Ich glaube, was da auch drin steckt, ist, dass Jesus etwas sagt, von dem er weiß, dass auch die Jünger zustimmen werden, oder? So ein bisschen wie, denkt ihr nicht auch, dass es so ist? Ja, was meint ihr? Also, Jesus will ihnen ja erklären, wie es im Reich Gottes ist und sagt, okay, was denkt ihr? Was würde wohl ein Hirte machen, wenn sein Schaf verloren? Ja, was meint ihr? Was denkst du? Ja, und das ist ganz interessant. Auch in der Gesprächsführung, wir wollen ja von Jesus lernen, dass man sozusagen versucht, nicht nur Dinge zu erklären, sondern auch versucht, sie so zu erklären, dass der andere sagt, ja, so verstehe ich das auch. Ja, das würde ich auch so sehen. Ja, Jesus sucht hier eine Geschichte, wo er weiß, da würden die Jünger auch zustimmen. Ja, ein Hirte muss sein verlorenes Schaf suchen, oder? Das ist seine Aufgabe. Und dadurch kann Jesus jetzt seinen Gedanken da ranbinden. Was meint ihr? Hatte Jesus schon mal irgendwo diese Idee von einem verlorenen Schaf thematisiert? Dieses Bild von einem verlorenen Schaf. Und wenn ja, wo? Ein Schaf, das irgendwie verloren geht. Hatte Jesus schon mal über sowas gesprochen? Und wenn ja, wo? In Lukas 15, aber Lukas 15 ist noch chronologisch in der Zukunft, das kommt erst noch. Er hat dieses Gleichnis später nochmal verwendet. Ja, das kommt später noch. Also das stimmt, aber hier wird jetzt das Gleichnis vom verlorenen Schaf so in der Form als erstes Mal erzählt. Aber es gibt eine andere Geschichte, wo Jesus zwar nicht das Gleichnis vom verlorenen Schaf erzählt, aber in einem anderen Zusammenhang auch von einem Schaf spricht, das verloren geht. Schaut mal mit mir in Matthäus 12. Lasst euren Finger hier, Matthäus 18, wir kommen immer wieder zurück. In Matthäus 12 und dort Vers 11. Und da geht es zwar um einen anderen Kontext, da geht es um die Frage vom Sabbat und was darf man am Sabbat tun. Ja? Und da stellt Jesus in der Synagoge den Menschen eine Frage. Ja? Sie fragen ihn, darf man am Sabbat heilen? Ja? Ist das erlaubt? Und dann sagt er in Vers 11, er aber sprach zu ihnen, Matthäus 12, Vers 11, welcher Mensch ist unter euch, der ein Schaf hat und wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Okay, was ist der Punkt, den Jesus machen möchte? Was will Jesus mit diesem Vers sagen? Keine hohe Theologie. Was will er sagen? Was ist der Punkt? Das ist die Anwendung schon, genau, dass man anderen Menschen hilft. Aber erstmal das mit dem Schaf. Was will er mit diesem Schaf sagen? Was lernen wir von diesem Schaf erstmal? Jeder würde helfen, ja? Es kann passieren, dass es in die Grube fällt, genau. Ja, genau. Es ist selbstverständlich, es ist so selbstverständlich, dass man einem Schaf hilft, das in die Grube gibt, dass Jesus sagen kann, genauso wie es selbstverständlich ist, dass man das tut, deswegen helfe ich auch dem Mann. Ja? Wenn das nicht selbstverständlich wäre, wenn die Menschen gesagt hätten, nee, so ein Schaf, das kann auch mal einen Tag in der Zisterne bleiben, ja? Hätte Jesus das nicht verwendet. Ja? Er verwendet also etwas, was selbst für die Pharisäer und selbst für die Sadduzäer total selbstverständlich ist. Wenn ein Schaf in den Brunnen fällt,
lässt man das nicht nach 24 Stunden da verrecken, ja, sondern man holt es raus. Übrigens, es sagt uns auch etwas über das Schaf im Denken der Menschen damals. Wenn ein Pharisäer, der nicht bereit ist, einem Menschen zu helfen am Sabbat, ja, also wenn ein Pharisäer, der sich darüber ärgert, wenn ein Mensch geheilt wird am Sabbat, wenn der sagt, aber selbstverständlich würde ich ein Schaf aus der Zisterne holen, was sagt euch das über das Schaf? Das Schaf ist wertvoll. Selbst für einen Pharisäer war ein Schaf eine wertvolle Sache. Ja, also das ist deswegen vielleicht wichtig, weil für uns jetzt Schafe nicht mehr so, als sei denn, wir sind auf dem Bauernhof groß geworden oder so, Schafe haben jetzt für uns vielleicht nicht mehr, wir haben nicht mehr den Bezug zu Schafen oder so. Ja, aber in der Zeit, mehr oder weniger, aber in der Zeit, in der Jesus hier lebt, war es offensichtlich für jeden, ein Schaf ist ein wertvolles Tier. Niemand würde ein Schaf aus seinem eigenen Besitz in eine Grube fallen sehen und dann einfach dann vorbeigehen. Er würde selbstverständlich das Schaf herausholen. Und diese Selbstverständlichkeit, mit der man nach einem Schaf sucht, ist ganz wichtig, weil man könnte sich auch die Frage stellen, in dem Gleichnis, das wir jetzt anschauen, ja, ich meine, er hat jetzt 99, ja, also 199, was ist da der große Unterschied, ja? Eins mehr oder weniger, ja? Macht den Kohl auch nicht fett, würden wir vielleicht sagen. Aber ein Schaf war wertvoll. Und es ist auch, gibt uns einen Hinweis auch dann auf das Gleichnis, warum Gott uns sucht. Weil wir wertvoll sind. Kennt ihr einen Bibelvers, der deutlich macht, dass Gott selbst uns für wertvoll erachtet? Was steht da? Ja. Genau, jedes Haar ist auf unserem Haupt gezählt. Ja, Gott kennt uns ganz genau. Fällt euch noch ein Bibelvers ein, wo steht das? Salz war wertvoll, ja. Die Römer wurden zum Teil mit Salz bezahlt, ja. Ja, es gibt mehrere. Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Es gibt. Genau, den sagt ihr mal laut. Weil ich dich lieb habe, weil du wertvoll bist, weil du wertgeachtet bist, kostbar, ja? Da haben wir es. Gott sieht in uns etwas Kostbares. Und schaut, das Problem, das Jesus hat, ist, die Menschen damals und heute sehen andere verlorene Menschen als sich besonders wertvoll an. Könnt ihr das sehen? Die Pharisäer hatten jetzt nicht so den Eindruck, dass es wichtig ist, einen kranken Menschen zu heilen. Die Jünger hatten nicht den Eindruck, dass es wichtig ist, so einen Menschen, der vielleicht noch nicht alles verstanden hat, zu retten. Sie haben den Wert eines verlorenen Menschen nicht so richtig gesehen. Also hat Jesus überlegt, okay, was denken denn meine Jünger und auch die Pharisäer, was halten die für wertvoll? Ah, ein Schaf halten die für wertvoll, ja. Und er verwendet jetzt das Bild von dem wertvollen Schaf, das man rettet, um zu sagen, schaut mal, in Gottes Augen sind Menschen so wertvoll, wie für euch Schafe wertvoll sind. Ja? Er verwendet also etwas, was sie kennen, um zu sagen, schaut mal, so geht es Gott mit Menschen. Das ist übrigens auch ein interessanter Punkt, dass für einen Sündigen, ein Mensch, der in Sünde lebt oder Gott nicht richtig versteht, andere Menschen an Wert verlieren. Niemand wird andere Menschen so achten und wertschätzen wie ein Mensch, der wirklich mit Gott lebt und im Reich Gottes, das den Heiligen Geist im Herzen hat. Das ist was? Jesaja 43, Vers 4. Genau, also woher hat Jesus jetzt dieses Bild von dem verlorenen Schaf? Das ist etwas, das natürlich, wie so immer, hier auch an dieser Stelle aus dem Alten Testament kommt. Schaut mal mit mir in Psalm 119. Kommt mehrmals vor, dieses Bild vom verlorenen Schaf. Was ist das Besondere an Psalm 119? Ja, so ungefähr. Was ist das Besondere an Psalm 119? Es geht um das Gesetz, genau. Das gilt aber für viele Abschnitte der Bibel. Was ist noch besonders an Psalm 119? Das ist ein langes Kapitel, oder? Ein sehr langes Kapitel. Weiß jemand von euch, wie viele Verse es hat? 176. Und weiß jemand von euch, warum es 176 Verse hat? Es liegt genau daran, dass das hebräische Alphabet 22 Buchstaben hat. Und was hat 22 Buchstaben mit 176 Versen zu tun?
Psalm 119 ist so geschrieben, dass immer 8 Verse fangen im Hebräischen mit demselben Buchstaben an. So als wenn man quasi 8 Verse lang jeden Satz mit A beginnt und dann jeden Satz mit B und jeden Satz mit C. Also im Deutschen ist es jetzt nicht so, kommt nicht so raus, ja. Aber in euren Bibeln steht vielleicht dann immer so, das ist Aleph und dann kommt Bet und dann kommt Gimel und so weiter. Also, und deswegen hat es 176 Verse. Man merkt so richtig, der Psalmist, der hat richtig Freude, immer denselben Gedanken auf tausend Arten und Weisen zu sagen, damit er noch mehr Buchstaben verwenden kann. Ja? Und warum sage ich das? Im allerletzten Vers, Vers 176, ganz am Ende, Psalm 119, Vers 176, haben wir dieses Bild, dieses Motiv vom verlorenen Schaf. Wer mag mal lesen? Psalm 119, Vers 176. Genau, da haben wir also dieses Bild, dass ein verlorenes Schaf ein Symbol für wen ist? Ja, für einen Menschen, ja. Ein Mensch geht in die Irre wie ein verlorenes Schaf. Und was ist der Wunsch des Menschen, der feststellt, ich bin wie ein verlorenes Schaf in die Irre gegangen? Er sagt, Gott, suche mich. Die Idee ist also, Gott soll suchen. Gott selbst, ja, suche mich. Das ist die Aufforderung. Suche mich. Das ist nur ein Vers hier, aber der wird immer wieder aufgegriffen im Alten Testament und dann von Jesus im Neuen Testament. Suche deinen Knecht. Schauen wir uns noch ein Beispiel an. In Jesaja, Kapitel 53. Jesaja 53 ist ein ganz, ganz tolles Kapitel natürlich, aus vielen Gründen. Jesaja 53 und dort Vers 6. Wer mag den mal lesen? Jesaja 53 und dort Vers 6. Okay, also in Psalm 119 hätte man ja denken können, okay, das betraf jetzt nur den Psalmisten. Ja? Aber wer hat das Problem, dass er ein verlorenes Schaf ist? Alle, er sagt, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Also es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, auf den dieses Bild nicht zutrifft. Der einzige Unterschied ist vielleicht, entweder wir sind noch verloren oder schon gefunden. Ja? Aber dieses Bild vom verlorenen Schaf gilt auf jeden Menschen. Dann kann man sich ja die Frage stellen, wer sind dann die 99 Schafe in dem Gleichnis? Ja? Aber jeder Mensch auf dieser Welt ist ein verlorenes Schaf. Und warum sind wir verlorene Schafe? Was war das Problem? Wie sind wir verlorene Schafe geworden? Was hat das dumme Schaf gemacht? Ist auf seinen eigenen Weg gelaufen, ist weggelaufen, ja, weil es vielleicht gedacht hat, da hinten gibt es besseres Futter, ja, oder ist das Gras grüner, da scheint die Sonne heller, was weiß ich was. Das Schaf ist weggelaufen, so wie wir in unserem Leben uns von Wahrheit, von Gerechtigkeit, von Gott entfernt haben. Durch die eine oder andere Tat, das eine oder andere Wort, durch verschiedene Dinge haben wir uns von Gott entfernt, wollten unseren eigenen Weg gehen. Und die Erfahrung eines jeden Menschen, der ehrlich zu sich selbst ist, wenn ich meine eigenen Wege gehe, lande ich irgendwann in der Sackgasse. Irgendwie habe ich den Weg verloren. Und manche Menschen übertünchen das, manche verdrängen das, manche sind nicht ehrlich zu sich selbst, ja? Manche verzweifeln, aber letztendlich sind alle im selben Boot ein verlorenes Schaf. Nun, was ist die Lösung, die in Jesaja, also wir wissen aus Psalm 119, dass der Wunsch des verlorenen Schafes ist an Gott, rette mich, ja, suche mich. Was ist die Lösung hier in Psalm 53? Genau, der Herr warf unser aller Schuld auf ihn und ihn ist wer? Jesus. Und wie wird Jesus dargestellt hier in diesem Abschnitt? In Vers 7 selbst, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm.
das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Also Jesus kommt nicht von oben herab und sagt, du, hättest du nicht machen sollen, sondern Jesus, und da quasi wird das Bild schon schwer mit menschlichen Worten auszudrücken, da merkt man, wie verschiedene Bilder ineinander fallen. Jesus wird selbst Schaf. Er identifiziert sich mit den verlorenen Schafen, wird selbst Lamm und nimmt deren Schuld auf sich selbst, damit nicht die geschlachtet werden, sondern er sozusagen, damit die leben können. Das ist sozusagen die Idee. Gott sucht uns nicht quasi per Drohne, so Entfernung, ja, so irgendwo sind sie denn jetzt, sondern Gott sucht uns, indem er uns ganz nahe kommt, indem er sich mit uns identifiziert. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, er identifiziert sich mit unseren Fehlern, denn er nimmt sie auf sich selbst. Nicht, dass er sie gut findet, er hasst sie, er hasst unsere Fehler wie nichts anderes, aber er nimmt sie auf sich selbst, damit wir wieder zurückfinden zu ihm. Das heißt also, die Jünger haben offensichtlich so ein bisschen vergessen, dass sie auch verlorene Schafe gewesen sind. Denn ansonsten hätten sie gedacht, Mensch, erinnert euch an den Johannes, der da dem anderen das Wort verboten hat, nicht wahr? Er ist verloren, ich bin verloren gewesen, ja. Wir sitzen alle im selben Boot. Immer dann, wenn wir vergessen, wie abgrundtief wir gefallen sind und wie sehr wir von der Gnade abhängen, immer wenn wir das vergessen, fangen wir an, uns über andere zu erheben und andere für schlechter zu halten als uns selbst. Das beste Mittel dagegen ist, zu wissen, im Angesicht des Kreuzes von Jesus, wie ich wirklich bin und was Jesus für mich getan hat, wie sehr er mich gerettet hat. Weil dann wünsche ich mir eigentlich nur, dass andere das auch erleben. Nun, schauen wir noch einen Abschnitt an, und zwar in Jeremia. Wir waren in Jesaja, wir gehen von Jesaja zu Jeremia, und in Jeremia sind wir in Kapitel 50. Jeremia 50. Jeremia 50 und dort Vers 6. Hier kommt noch ein weiterer Aspekt dazu, zu diesem verlorenen Schafmotiv. In Jeremia 50 und dort Vers 6, da heißt es, wer mag das mal lesen? Okay, also was ist ein weiteres Problem? Warum sind so viele Menschen verlorene Schafe? Genau, es gibt also Menschen, es gibt Hirten, die eigentlich die Schafe führen sollten, aber sie haben sie nicht in die richtige Richtung geführt, sondern sie haben sie irre geführt. Was ist das Bild hier? Also was soll das darstellen? Was heißt es konkret auf Deutsch? Genau, da waren Menschen eigentlich von Gott aus ersehen, das Volk Gottes zu führen. Wie nannte man damals die Menschen? Ja, genau, das waren die Priester, das waren die Propheten, das waren Leute mit Verantwortung im Volk Gottes. Aber statt sie zu Gott zu führen, haben sie in die Irre geführt. Ja, falsche Hirten, die dafür gesorgt haben, dass die Gemeinde sich zersprengt und zerstreut, weg von der Ruhe. Ja, und der Ruheplatz ist natürlich ein Symbol für Jesus selbst, denn Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ja? Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Statt zu Gott haben sie überall sonst hingeführt. Und das ist auch ein Problem, warum Menschen verloren sind, weil falsche Hirten die Gemeinde nicht zu dem führen, der ihnen helfen kann. Und diese Idee nimmt jetzt Hesekiel auf. Also ihr seht, die Propheten, die reden alle von diesem Thema. Hesekiel 34. Und da kommt jetzt eine ganz tolle Sache. Schaut mal in Hesekiel 34 und dort auf Vers 6. In Vers 6. Hesekiel 34 und dort Vers 6. Hesekiel 34, Vers 6. Da heißt es, auf allen Bergen und hohen Hügeln irren meine Schafe umher. Und über das ganze Land sind meine Schafe zerstreut. Und niemand ist da, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Wie nennt Gott die Schafe? Er nennt sie meine Schafe. Also Gott identifiziert sich mit seinem Volk, obwohl es zerstreut ist, obwohl es zersplittert ist. Das ist mein Volk.
und er wünscht sich, dass es wen gibt. Wo das hält er Ausschau? Genau, er sucht nach Menschen, die sagen, Mensch, die Gemeinde Gottes ist zerstreut. Die Gemeinde Gottes ist zersprengt. Jeder rennt überall woanders hin. Das ist keine Einheit. Die sind alle verlorene Schafe. Ich muss sie zusammenbringen. Ja? Er sucht nach so einem Menschen und es gibt niemanden. Niemand kümmert sich darum, dass es der Gemeinde so schlecht geht. Und dann schaut mal in Vers 11. Er sieht also das Problem. Er sieht, Gottes Gemeinde ist lauter verlorene Schafe. Niemand kümmert sich darum. Und dann sagt er in Vers 11, denn so spricht Gott, der Herr, siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen. Statt das Ganze nur zu delegieren an irgendeinen Menschen, sagt Gott, ich werde selbst suchen. Erinnert euch, was Psalm 119 gesagt hat? Ich bin in die Irre gegangen wie ein verlorenes Schaf. Herr, suche mich. Ja? Und hier haben wir jetzt die Antwort. Gott sagt, ich suche dich. Ich werde dich finden sozusagen. Ich will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen. Schauen wir mal weiter, wie es dann heißt, ab Vers 12, wie ein Hirte seine Herde zusammensucht, an dem Tag, da er mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist, so will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden, an dem Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern zusammenbringen und werde sie in ihr Land führen und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und allen bewohnten Gegenden des Landes. Auf einer guten Weide will ich sie weiden und ihr Weideplatz soll auf den hohen Bergen Israels sein. Dort sollen sie sich auf einem guten Weideplatz lagern und auf den Bergen Israels fette Weide haben. Also ihr seht hier, Gott sagt, ich will sie suchen und was will er dann tun? Er will sie führen. Wohin will er sie führen? Genau, zu guten Weiden, er will dauerhaft ihr Hirte bleiben. Ja? Gott sagt, ich will der Hirte sein. Wer hat diese Idee aufgegriffen im Neuen Testament? Jesus, was sagt Jesus? Ich bin der gute Hirte. Ja, und Jesus erfindet da das Motiv nicht. Jesus wendet nur das aus Hesekiel an und sagt, ich bin der Herr. Übrigens auch wieder ein toller Beweis dafür, dass Jesus Gott ist. Denn in Hesekiel 34 sagt der Herr, nämlich Gott, ich will sie suchen. Ich will der Hirte sein. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme. Übrigens, daran kann man sehen, dass Jesus diese verlorenen Schafe nicht nur sucht, sondern er will sie auch an einen guten Ort finden. Das Problem an dem verlorenen Schaf ist ja nicht einfach nur, dass es woanders ist als der Hirte. Das Problem ist, es ist an einem Ort, wo es nicht genügend zu fressen findet. Ja? Es ist auf den Bergen irgendwo zerstreut. Und Jesus sagt, ich will sie dorthin führen, wo sie wieder genügend zu essen haben. Und das bedeutet, wenn wir verloren sind, in der Welt sind wir an einem Ort, wo wir nicht genügend zu essen haben. Ihr kennt das Gleichnis vom verlorenen Sohn, oder? Der dachte, er kann die ganze Welt gewinnen. Am Ende konnte er sich nicht mal mehr ernähren von den Schoten der Schweine, die Schweine fressen sollten. Aber als er zum Vater zurückkam, gab es ein gemästetes Kalb. Ja? Beim Vater ist genug zu essen. Und das ist geistlich gesehen, in der Welt finden wir keine echte Freude, keinen echten Frieden, keinen echten Trost. Ja? Es ist alles so oberflächlich und vergänglich. Bei Gott gibt es das, was unsere Seele wirklich sättigt, wirklich tränkt. Und daran will er uns führen. Schaut mal in Vers 15. Ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott daher. Also Gott macht ganz deutlich, das delegiere ich nicht an Leute. Ja? Also es gibt natürlich auch Unterhirten dann auch im Neuen Testament, aber Gott sagt, ich will selbst der Hirte sein. Und dann heißt es hier in Vers 16, das Verlorene will ich suchen und das Verscheuchte zurückholen und das Verwundete verbinden, das Schwache will ich stärken, das Fette aber und das Starke will ich vertilgen, ich will sie weiden, wie es recht ist. Und ihr seht es im Leben von Jesus ganz genau. Jesus hat sich für die Kranken interessiert, für die Schwachen, für die Armen, für die Ausgestoßenen, für die, die auf niemand gehört hat. Aber die, die sich selbst erhoben haben, die Starken und Fetten, ja, die Pharisäer und Sadduzäer, die andere unterdrückt haben, die wurden gerichtet. Und damit seht ihr hier in Hesekiel 34 schon das Ganze, die ganze Idee eigentlich, auf die das hier, die Jesus sich beruft. Jesus versucht eigentlich seine Jünger daran zu erinnern, dass es Gottes Wunsch ist, die Verlorenen zu retten, weil dadurch das Volk Israel auch wieder zusammenkommen wird. Übrigens, das geht bis in die Offenbarung rein. Schaut mal in Offenbarung Kapitel 7. Jesus als der Hirte führt uns jetzt wohin? Also da in Hesekiel 34 ist die Idee, nicht wahr? Gott will die zerstreuten Israeliten aus den Ländern, aus Babylon und Medien und Assyrien überall herholen, zurück nach Israel bringen. Aber das ist ja nicht mehr buchstäblich, was er heute tut. Schaut mal, wohin er uns führen will. In Offenbarung 7, Vers
16 und 17, da sieht man das eigentliche Ziel, die Weide, auf die er uns führen möchte sozusagen. In Offenbarung 7, Vers 16, 17 sind wir in einer Vision im Himmel und es heißt, und sie werden nicht mehr, Vers 15, denn sie sind vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze, denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird was tun. Es wird sie weiden. Da seht ihr jetzt beide Bilder. Er ist das Lamm und er ist der Hirte. Denn es ist der Hirte, der weidet, oder? Das Lamm wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Also, Jesus führt, wenn ich ein verlorenes Schaf bin, wenn ich in der Welt bin, wenn ich Gott nicht kenne, ist Jesus auf die Welt gekommen, um mich zu suchen, mich auf die Schulter zu nehmen, mich zu tragen, nämlich dorthin, wo es mir gut geht. Und das ist letztendlich die Ewigkeit bei Gott. Weil da sind auch die anderen 99. Ja? Denn letztendlich ist dieses verlorene Schaf ein Symbol für die sündigen Menschen, denn Jesus hat was verlassen, um uns zu retten? Den Himmel. Im Himmel gibt es ganz viele Gerechte. Ja? Gerechte Engel, ungefallene Welten. Wir wissen nicht, wie viele, aber wahrscheinlich mehr, als wir denken können. Ja? Er ist der Schöpfer aller Welten. Da gibt es viele ungefallene Welten, alle gerecht. Aber Jesus verlässt die 99 gerechten Schafe sozusagen im Himmel und sucht das eine verlorene Schaf, die Menschheit, und zwar alle Menschen, um sie dann, wenn er sie gefunden hat, zurückzutragen dorthin, wo sie eigentlich hingehören, nämlich vor den Thron Gottes, wo die anderen 99 auch sind. Das ist sein Ziel. Und übrigens, wenn wir Jesus im Herzen haben, werden wir anfangen, dieses Ziel auch zu haben, mitzuarbeiten. Nun, und übrigens, einer hat das ganz persönlich praktisch erlebt. Der sagte, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüne Aue und führt mich zu frischen Wassern. Ja? David wusste aus eigener Erfahrung, er war ja selbst Hirte, was es bedeutet, ein Hirte zu sein. Und er wusste aus eigener Erfahrung, dass Gott sein Hirte ist. Und dass er sich, dass die Schafe vertrauen dem Hirten, weil sie wissen, der Hirte führt sie nicht zu giftigen Gräsern. Der Hirte führt sie zu guten Gräsern. Ja? Ist uns bewusst, dass Gott uns zu guten Gräsern führen möchte? Oder haben wir manchmal Angst, wenn wir Gott vertrauen, dann wird alles nur giftig und dornig in unserem Leben? Wenn wir Gott vertrauen, führt er uns zu stillen Wassern, zu grünen, saftigen Weiden sozusagen. Und schauen wir zurück zu Matthäus 18. Was jetzt, und hier ist ein interessanter Punkt, den wir machen müssen. In Matthäus 18 steht jetzt was man vielleicht leicht überliest. Da heißt es, und in Vers 13, schaut mal, was dort steht. Dort heißt es, und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die 99, die nicht verwirrt waren. Verirrt und verwirrt passt in dem Fall ganz gut. Hier steht, und wenn es geschieht. Meint ihr, dass alle Hirten, die damals zur Zeit von Jesus ein verlorenes Schaf gesucht haben, es immer gefunden haben? Es gibt keine Garantie. Wenn der Hirte abends durchzählt und sagt, hey, Moment mal, 97, 98, 99, da fehlt eins. Gibt es keine Garantie, dass wenn er jetzt losgeht, er das 100. findet. Er geht trotzdem. Er geht trotzdem in der Hoffnung, es vielleicht finden zu können. Und es hat bestimmt im Laufe der Jahrhunderte immer wieder Fälle gegeben, wo ein Hirte gesucht hat und er hat seine Suche aufgegeben, weil es war unmöglich, entweder das Schaf war schon tot oder es war nicht mehr zu finden, was weiß ich was. Ja? Er geht nicht deswegen, weil er weiß, dass er es findet, er geht deswegen, weil er hofft, dass er es findet. Jesus ist nicht auf die Welt gekommen, weil er wusste, dass alle sich bekehren werden, oder? Er ist auf die Welt gekommen, weil er wusste, es wird einige geben, aber andere nicht. Nicht jeder wird gerettet werden. Selbst Gott als Hirte kann nicht garantieren, dass alle gefunden werden. Das liegt natürlich jetzt, dass die Begrenzung des Gleichnisses nicht daran, dass Gott irgendwie zu spät kommt oder weil er sie nicht sehen kann oder so. Das liegt natürlich an dem menschlichen Herzen. Ja? Aber sozusagen dieses Bild will das so ein bisschen versuchen zu illustrieren, dass nicht alle gerettet werden können. Übrigens, das heißt auch für uns, wenn wir so ein Hirtenherz haben, dann machen wir nicht Mission, weil wir wissen, der und jener wird gerettet, sondern wir gehen und suchen ein verlorenes Schaf in der Hoffnung, dass wir es finden
könnten, in der Hoffnung, dass dieser Mensch sich vielleicht bekehren könnte. Der Hirte geht nicht, weil er weiß, dass er Erfolg hat, sondern weil er hofft, dass vielleicht er Erfolg haben könnte. Und dann heißt es hier in Matthäus 18, Vers 13, und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, wenn wahrlich dort steht, was sagt Jesus? Wahrlich? Amen. Na, da könnt ihr doch verlassen. So sei es. Wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber, mehr als über die 99, die nicht verirrt waren. Also, wenn so ein Hirte über die Hügel und die Berge gestiegen ist und irgendwo im Dickicht, im Sumpf, irgendwo in der Felsspalte dieses blökende, vielleicht schon verwundete Schaf findet, was meint er, was macht er dann? Er freut sich, dass er es endlich gefunden hat, oder? Und er freut sich viel mehr, wenn er jetzt nach Hause kommt und das Schaf dann wieder abliefert, sozusagen. Und dann vielleicht nach Hause seiner Frau kommt und erzählt, was er erlebt hat. Was wird er erzählen? Er wird erzählen von diesem einen Schaf, das verloren gewesen ist. Er wird nicht erzählen von den 99 anderen, die brav bei ihm geblieben sind. Ihr Lieben, ihr glaubt gar nicht, wie sehr sich Jesus über jeden freut, der sich für ihn interessiert. So sehr, dass diese Freude ihn dazu ermutigt hat, alles zu erdulden. Wir waren ja schon in Jesaja 53. In Jesaja 53 und dort Vers 11 heißt es, Jesaja 53, Vers 11, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. In Hebräer 12 heißt es, dass er wegen der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldet hat. Die größte Freude für Jesus im Himmel sind du und ich, wenn wir uns finden lassen. Er freut sich über einen Sünder, der umkehrt, noch mehr als über die ungefallenen Welten, die seit Ewigkeiten ihm Lob singen. Wir würden vielleicht denken, naja, aber die sind ja viel reiner als wir, die sind viel heiliger, die haben viel mehr Dinge schon für ihn getan. Wir sind doch so schwach und sündig und irren uns. Aber Gott freut sich mehr darüber, dass wir, obwohl wir dem Satan gefolgt sind, wieder ihm glauben. Noch mehr als über alle, die nie abgefallen sind. Ich glaube, wir unterschätzen, wie wertvoll es für Gott ist, wenn ein Mensch, der den Fängen Satans gewesen ist, durch eine eigene Entscheidung feststellt, Gott ist freundlicher als Satan. Gott ist mächtiger als Satan. Bei Gott gibt es mehr Freude im Leben, als wenn ich mein Leben selbst gestalte. Wenn ein Mensch das aus eigener Erfahrung feststellt und sich dafür entscheidet, ist Gott unglaublich fröhlich. Weil das ist ja das, was er eigentlich allen Menschen sagen möchte. Und deswegen sagt die Bibel immer wieder, dass Gott Freude an der Gnade hat. Ja? Wie sagt Micha 7, dass er Lust an der Gnade hat. Er freut sich, wenn er begnadigen kann. In Zephania heißt es, dass er sich frohlockend jubeln wird über die Gläubigen. Ja? Wir haben leider oft so ein Bild von Gott, dass wir irgendwie ja ihn so ein bisschen denken, als ob er auf Distanz wäre oder als ob er irgendwie viele Erwartungen an uns hat und dann, wenn wir sie erfüllen, dann sagt er, okay, ja, Erwartung erfüllt. Aber Gott freut sich. Er freut sich wirklich, wenn wir merken, oh, das ist falsch, was ich mache, hör auf. Und leider ist es oft so, dass der Satan uns dann einredet, oh, du hast einen Fehler gemacht, Gott ist sauer auf dich und er ärgert sich über dich. Ja, und wir dann sozusagen mehr Angst vor Gott haben, als dass wir darüber nachdenken, dass er sich über uns freut. Wir müssen zum Ende kommen. Schauen wir in Matthäus 18 und dort Vers 14, der letzte Vers. Dort heißt es in Matthäus 18 und dort Vers 14, so ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Jetzt kommt ein interessanter Punkt. Wir haben die ganze Zeit von Jesus gesprochen, dass der Hirte Jesus ist. Aber was sagt Jesus hier? Wer ist eigentlich der Hirte? Der Vater. So wie der Hirte sich freut, freut sich der Vater. Das ist ganz wichtig, weil wir manchmal auch denken, okay, Jesus freut sich und weil Jesus sich freut, sagt der Vater, okay, alles klar, weil ich dich lieb habe, nicht wahr, dann kann ich auch die Menschen annehmen. Ja? Aber der Vater selbst will uns retten. Gott, der Vater, wünscht sich nichts sehnlicher, als dass ich ihm glaube. Und wisst ihr, was das bedeutet? Wenn wir die Kleinen verachten, wenn wir dazu beitragen, dass die Kleinen sündigen, dann arbeiten wir direkt 180 Grad gegen das, was Gott will. Man kann nicht mehr gegen Gottes Wille sein, als wenn man schwache Menschen, kleine Menschen,
Unerfahrene Richtung Sünde drückt, weg von Gott. Wer andere Menschen weg von Gott drückt, der arbeitet so 180 Grad gegen Gott, das kann man sich gar nicht vorstellen. Denn Gottes Wille ist was? Gottes Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden. Gottes Wille ist, dass die Menschen durch den Glauben an Jesus ewiges Leben haben. Gott kümmert sich um uns. Und wir lesen zum Abschluss in Jesaja 40 und dort Vers 11. Schaut mal, wie das schön hier beschrieben wird. Jesaja 40, Vers 10 und 11. Jesaja 40, Vers 10 und 11, dort heißt es: Siehe, Gott, der Herr, kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Gott ist mächtig, er ist stark, er kann alles. Aber schaut mal Vers 11. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und den Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Gott ist der beste Hirte, den es gibt. Und was Jesus den Jüngern hier deutlich machen möchte, ist, schaut mal, Gott hat kein Interesse daran, einfach seine eigene Position nur zu halten. Im Sinne von, ich will höher sein als die anderen. Gottes ganzes Interesse besteht darin, dass was verloren ist, wieder zurückzubringen, wiederherzustellen. Deswegen war Jesus bereit, seine Position im Himmel aufzugeben. Es ist interessant, dass Jesus hier mit seinen eigenen Jüngern darüber spricht, er selbst hat seine höchste Position auf Gottes Thron aufgegeben, um sie zu retten, und sie diskutieren darüber, wie sie eine möglichst hohe Position haben können. Ist doch merkwürdig, oder? Wenn wir darüber nachdenken, ob wir besser sind als jemand anders und wie wir eine höhere Position haben können, dann tun wir Jesus weh, weil Jesus für uns alles aufgegeben hat. Wirklich buchstäblich alles aufgegeben hat. Und er hätte viel Freude mit den 99 Schafen haben können. Viel Freude haben können im Himmel alleine mit den ungefallenen Welten. Aber er wollte, dass du und ich dabei sind. Und wenn wir das verstehen, dann haben wir die hundertprozentig wirksame Impfung gegen Egoismus. Das ist das Ding. Ja. Wenn wir Gottes Liebe verstehen, wie sie wirklich ist und wie sie sich selbst aufopfert, um andere wiederherzustellen, dann haben wir auch verstanden, was unsere Aufgabe in dieser Welt ist. Dann können wir mit unserem obersten Hirten und der Hirten sein und Menschen zu Jesus führen. Wollen wir noch gemeinsam niederknien und beten? Lieber Vater im Himmel, danke, dass du so ein guter Hirte bist. Und danke, dass du so geduldig bist und uns immer wieder zu dir ziehst. Danke, dass du alles getan hast, damit wir gefunden werden konnten. Und danke, dass wir wissen dürfen, dass du dich freust über jeden Einzelnen von uns. Über mich, über jeden, der heute hier ist, über jeden, der zuschaut, der von Herzen mit dir leben möchte. Herr, hilf, dass wir uns jeden Tag an diese deine Freude uns erinnern. Dass wir uns daran erinnern, dass wir nur verlorene Schafe sind, aber dass du uns gefunden hast und auf deinen Schultern zurücktragen möchtest zu der Weide, wo es keine Tränen und keinen Schmerz mehr geben wird. Wo nicht nur grünes Gras sein wird, sondern wo wir eine Ewigkeit an deinem Thron verbringen werden. Herr, auf diese Weide freuen wir uns. Danke, dass du uns dahin führen wirst. Im Namen Jesu. Amen.